Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gab es eine Frau, die einen Angehörigen verloren hat. Da ging der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihr, wie Anas radiallahu anhu berichtete, und zwar, sie hat um ihr Kind getrauert. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchte Allah und habe Geduld. Fürchte Allah, also denke an Allah, erinnere dich an Allah. Es gibt das Paradies, wir werden zusammenkommen. Allah azza wa jal nimmt das Leben, er schenkt es. Fürchte Allah, erinnere dich an Allah und habe Geduld. Dadurch, dass du Allah fürchtest, wirst du Geduld haben. Sie sagte, was weißt du über meinen Schicksalsschlag? Man sagte ihr, das war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Sie hat das nicht mitbekommen. Sie war so in Kummer, da hört sie irgendjemand sagt, fürchte Allah und hab Geduld. Und sie sagt, ach, du weißt doch gar nicht, was ich für Sorgen habe. Da kam sie zu ihm, als man ihr gesagt hat, weißt du überhaupt, mit wem du gerade geredet hast? Das war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Da kam sie zu ihm und fand keine Wächter an seiner Tür. Er hatte ja keine Wächter, alaihi salatu wassalam. Und sie sagte, o Gesandter Allahs, ich habe dich nicht erkannt. Also verzeih mir, dass ich so mit dir geredet habe, ich wusste nicht, dass du es bist. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, Geduld gilt zu Beginn des Schicksalsschlags. Zu Beginn musst du geduldig sein, nicht erst danach. Und das muss trainiert werden. Wie? Schon bei den kleinsten Sachen. Du bist gestolpert, dein Handy ist runtergefallen, Allahu a'lam, sofort an Allah denken. Schon bei Kleinigkeiten, keine Riesenprobleme und du denkst sofort an Allah. La ilaha illallah, subhanallah, inna illahu wa inna ilaihi raji'un. Du gedenkst Allah. Wenn dann ein Schicksalsschlag kommt, wirst du, dein Verstand schaltet sich vielleicht aus, deine Emotionen arbeiten selbstständig, aber deine Seele wurde erzogen. Du hörst was? La ilaha illallah. Kommt sofort direkt. Warum? Du warst schon trainiert. Aber wer jedes, der stolpert, Mensch, der sein Glas ist umgekippt, und der flucht und so. Wenn der dann irgendwas hört, was gravierend ist, glaubst du, der sagt dann Subhanallah oder La ilaha illallah oder Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Deine Seele wurde nicht so erzogen. Deine Seele sagt das, was du ihr antrainiert hast. Und wenn du immer jammerst und nicht Allah gedenkst, wirst du auch dann, möge Allah uns bewahren, du kriegst die Diagnose, eine tödliche Krankheit. Anstatt, dass du dann sofort sagst, Alhamdulillah. Das hört sich leicht an, ne? Ja, Alhamdulillah. Wer wird dein Herz festigen, dass du in diesem Zeitpunkt Alhamdulillah sagst? Möge Allah uns festigen. Möge Allah uns vor den Prüfungen bewahren. Wie kann ich in so einer Situation Alhamdulillah sagen? Indem du in einfacheren Situationen Alhamdulillah gesagt hast. Motor geht nicht an. Mensch, warum Mensch? Warum ein Mensch, was will er? Menno, oh, und was weiß ich, welche Töne die Leute von sich geben. Motor geht nicht an. La hawla wa la quwwata illa billah. Oder Subhanallah. Oder Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oder irgendein Dhikr, such dir aus, was du willst. La ilaha illallah. Sag immer La ilaha illallah, kannst nie falsch liegen. Wenn du das machst, beim Autofahren, dann wird das eine Natur bei dir. Also das wird dann ganz natürlich eine Routine. Irgendwas ist und ohne bewusst dir das bewusst zu sein, wirst du sagen, La ilaha illallah. Also das kann man trainieren. Die Seele kann erzogen werden.